So, meine lieben Freunde, und da sind wir auch schon zurück zu Let's Play GTA 5. So, wir haben ja gesagt, wir machen mit dem Devil weiter. Aber vorher könnten wir ja auch nochmal schnell gerade zu diesen Fragezeichen rüberfahren. Das ist ja praktisch genau um die Ecke und bietet sich damit ja perfekt an. Ist das schon ein Auto hier hinten? Nein. Irgendwas anderes, was man fahren kann? Wo kann ich hier irgendwo rein noch? Na gut, okay. Nee, Auto klauen tue ich jetzt mal lieber nicht. Nee. Sonst, sag mal genau, sonst hab ich gleich wieder ein Sternchen, ne? Hier. Reißen da einfach mal irgendeinen hier einfach raus. Komm her. Dein Auto gefällt mir. Du brauchst das nicht. Los, raus mit dir. Ach komm, ist gut, ey. So, und die Musik, die muss aus. Lalala. Na gut, so. Doch ein Stern oder was? Ich gehe mal bestimmt auch gleich los. Pass mal auf. Wenn ich jetzt hier reinfahre und dann hier links und da vorne wieder rechts, dann müsste das Sternchen weg sein, oder? Gleich. Dann müsste das doch schon sich das Problem erledigt haben. Weg jetzt. Ach komm, schon lange dauert das denn? Ach, ja, nee, komm, das ist doch. Da kannst du jetzt langsam mal weggehen. Ach, jetzt kommt er von da oben nicht runtergefahren. So. Ey, so eine richtig hammergeile Stelle. Es gibt gar keinen Grund. Der will ja bestimmt hier reinfahren, oder? Ja. Ach, wer sagt's denn? Jetzt ist er nicht weg. So. Komm ich nicht runter? Ach, doch, klar. Einmal durchs Gemüse und dann passt das schon. Ach, Platz da aus dem Weg. So, was haben wir hier eigentlich? Was ist denn das denn? So, okay. Jetzt hier mal so durchquetschen. Und dann links. So, guck mal, was das für Fragezeichen ist. Oh, schickes Auto, ne? So, was soll man denn da? Sieht echt geil aus, ne? Auf jeden Fall. So, wo ist er? Wo ist denn die denn? Hä? Bitte was? Das war doch ein blaues Fragezeichen, oder? Oder muss ich da am Tag wiederkommen? Ja. Okay. Gut, dann machen wir halt. Ja. Dann machen wir halt das Fragezeichen. Komm, dann fragen wir die halt einfach mal, wenn das eine nicht will, dann halt das andere. Das ist bestimmt, weil es abends wird. Oh. Dim, 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 dim. Was war ganz schnell hier? Alter, schickes Auto. Oh Gott, Musik aus, ja. So, von wo kommt das Polizeiauto? Das heißt, wir können jetzt hier runter. Oh. Also, wir könnten rein theoretisch da runter.
shit. Gut. Ich kann einfach mal gestehen. Alles nur, damit wir ein tolles Auto fahren. Ja. Schön kleinen Seitengassen und dann passt das doch schon. Es dauert ganz schön lange, bis der Stern weg ist, ne? So, jetzt endlich. Wer sagt's denn? Also, die haben eine Straßenführung hier, ne? Jetzt muss ich jetzt hier. Also, wie sollte ich dann fahren? Da muss ich jetzt hier quasi drehen, oder was? Oh. Gut, auf der anderen Fahrbahn ist klar, aber so halt, ne? Okay. Ach, Dr. Friedländer. Was hast du? Ja, ich habe nicht von ihnen gehört. Ich nehme an, sie... Nee, du bist mir zu teuer. Du willst ja, wer weiß, wie viel haben, ne? Für ein super tolles Telefongespräch. Dam. Aus dem Weg da. Oh. Ist es gleich. Ah, Junge. Ein Verkehr am Abend hier noch, ne? Alter, das ist aber auch geil, ne? Vor uns hier der. Gibt's eigentlich nichts zu meckern. Platz da. Ich war zuerst hier. So. Komm, wir parken einfach mal so hier. So. Auch das schöne Auto, aber sieht schon nice aus. So, wo bist du denn, mein Lieber? Ach. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven that this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here, you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean... I'm sure they're nothing serious, but, I never let them get too near. Oh, the fuck! Ja, alles klar, Leute. Guck mal her. Bam. Okay, wo kommen sie? Oh.
Ich weiß nicht, was du anbaust, aber bau auf jeden Fall mal ein bisschen weniger davon an. Was? Alter, langer nicht. Was? Ach ja. Michael, wir müssen unbedingt reden, also nicht wieder das Zeug von diesem. Keine Ahnung, was der da anbaut, aber da lässt ja auch noch schön die Finger von. Ach ja, komm schon, hab ich jetzt oben runtergeholt, oder? Ach ja. Komm schon, ist gut jetzt hier, aber. Ja. Nein! Oh, jetzt! Nein! Geh weg, jetzt doch! Ey, ich will das noch irgendwann mal weniger. Are we finished yet? Any more of you freaks out there? Ja, genau. Sind noch mehr von den Spinnern? Oh, feels so good. So, haben wir es verstanden oder was? Deinen geilen Trip. And after that, you see. The liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. What? But it's a good cause. Ach, das ist für Trevor jetzt, ne? Okay. Ja, da könnten wir zu Devin fahren, aber ich würde mal sagen, das könnten wir aber eigentlich auch mal jetzt hier mit dem Franklin machen. Dann wechseln wir jetzt mal rüber zu dem und fahren mit ihm mal zu diesem Devin. So, nach Michael seiner tollen kleinen Graserfahrung hier, ne?